nicht. Ein bisschen. Nächstes Mal ist auf jeden Fall Sven und Markus wieder mit dabei. Dann wird es ein bisschen lustiger, vor allem unterhaltsamer. Ja gut, da ist jetzt nichts mehr los. Den Punkt haben wir ja gut verteidigt. Jetzt mal gucken, dass wir den Punkt hier hüben noch kriegen. Boah. Ich mosch halt mal wieder. Stimmt, Future-Style, einfach mal mitten rein und sterben. Nein, nicht der Isar mehr. Oh, ich werde sogar geheilt. Mitten im. Geil. Das nenne ich mal Truppenrespawn hier. Unsere. So. Ich glaube, ich habe die. Boah, leck. Stirb. Wo ist er? Kann sie nicht ewig an. Oh, aber er hat die komische. Boah, bei uns shift jetzt aber wie aus Eimern. Ich bin jetzt bestimmt bei der 05. Das ist immer richtig gut. Von 03 auf 05. In keinen 10 Minuten. Kann man mit leben. Na, wie lange noch? Wir haben noch 9 Minuten in der Aufnahme. Gut, wir haben sie rausgepusht. Sogar perfekt 05. Sie sind raus. Gut, dann verlegen. Wo brauchen wir uns? Ah, beim Push brauchen wir uns. Oh, scheiß Esamir, das geht auf den Sack. Ich komme nirgendwo hin. Nah genug. Schnell genug. Das andere ist definitiv nicht. Das sind mehr Bugs. Sind wir halt im Flash. So, jetzt Moment. Ich will natürlich total auf der verkehrten Seite gespawnt. Hier hin. Das wird typisch Future, da kann gar nichts. Jetzt fahre ich einfach um die behinderte Station rum und dann muss ich immer noch angreifen. Diesmal ohne Tarnung, weil ich ja kein Ding habe. Obere Mooskluft. War ich da gerade hin? Keine Ahnung. Ich fahre auf jeden Fall dahin, wo mein Wegpunkt ist. Da haben sie eben gekämpft. Kämpfen sie noch. Scheint mir zumindest, dass da irgendjemand noch schießt auf irgendwas. Alter, sind die weit weg. Ist das Wahnsinn, sie zu beschießen? Das ist ein Sandy. Da ist doch kein Mensch. Also, das ist unsere Station. Die wollen die angreifen. Ach so. Eine Rakete geflogen. Macht sie alle Platz. Und jetzt bin ich da, sind sie wieder alle tot. Ich kriege keinen ab. Boah, da kannst du echt gleich nach Esamir gehen. Achso, ich habe noch gelebt.
Da kriegst du doch echt zu viel alles. Nee. Nö, nö, nö. Das sind auch keine Gegner. Also das war jetzt echt lange, 50 Minuten bald. Langweilig auch noch. Finde ich, ein bisschen. Nächstes Mal ist auf jeden Fall Sven und Markus wieder mit dabei. Dann wird es ein bisschen lustiger, vor allem unterhaltsamer, weil man ein bisschen reden kann, allein sich zu beschäftigen, Unterhaltung hier zu machen. Ist immer ein bisschen schwierig. Ich unterhalte mich eigentlich auch gerne mit den Leuten. Boah, Mann, der Fre... Boah, da darfst du nicht aufregen. Reg dich nicht auf. Das taugt. Nein! Boah, das taugt doch nix. Jetzt hole ich noch eine Max, eine Schrotze-Metz. Für die letzten 5 Minuten. Komm A nicht vor, B nicht hinter. Ich habe das. Wer von der Lip beschossen. Burster-Max. Was ist denn das? Das ist unsere. Oh, das sind die Reste von der Lip. So. Wir haben A verloren. Sollten wir mal A pushen. So, jetzt wird Engine nicht ganz verkehrt hier. Ist es so, macht man das. Zwei Mann hinter mir. Oder auch nicht. Muss mal zu A reinkommen. Boah. Wie habe ich denn mitgenommen? Keine Ahnung. 4. Ja, okay, das kann man. Wenn es das gebracht hat, ist es okay. Was ich 4 mitgenommen habe, kann man noch eine ziehen, dann kann ich mir nichts mehr. Was habe ich jetzt? Leichte mit Schrotze. Klingt auch nicht ganz verkehrt eigentlich, eine Leichte mit Schrotze. Zum Pushen. Jetzt reinpushen. Oder nicht reinpushen, sondern hier außen stehen bleiben einfach. Ich sollte echt ein bisschen aufpassen. Och Leute, es ist doch langweilig. Aber ich habe fast 10 Minuten die Base gewechselt. Aber wir sind hier leicht over under pop. Dass wir leicht under pop sind. Bestimmt was zum Snipen. Für mich. Sind ein paar bisschen Punkte nur machen kann. Bevor ich sterbe. Einen einsamen, schlimmen Todes. Nein, können wir nicht. Die sind einfach zu viele. Ich habe eine ungünstige Pose. Das Einzige, was mit der Haxe noch so ein bisschen rumstehen kann und ein bisschen noch abscrapen. Was da auch immer durchkommt. Wenn der Ding ein bisschen schneller ladet. Aber ich habe mich da deutlich gebessert, also mal zwischendurch habe ich ein Loch gehabt, das war ja. Nein! Warum? Scheiß Blendezeit. Naja, erstmal ins Loch laufen. Na ja, gut, ja, nochmal ein Stationswechsel zum Schluss. Eine langweilige Schlacht. Habe ich noch Plus, ja. Ja, gut, relatives Plus. Es ist kein so großes Minus, sage ich mal so. Es ist kein zu großes Minus, ist. Oh, da sind doch ein paar Gegner. Wow, leck mich am Arsch, da gibt es hier Gegner. Gegnerz. Wir haben Gegnerz hier. Ja, am Arsch, Junge.
kriegt es nicht C-Punkt, ihr gehört mir. Mein C-Punkt. So. Sind das Tick hier mit der Max? Bei der Seite wurde ich getroffen. 1-3. Sniper brauchst du hier auch nicht. Gehen wir mal mit der Mauler rein und dann ist aber auch gut für heute. Das sind 5 Folgen heute gewesen. Das sind dann Mauler S, das ist die Schrotze. 5 Folgen reicht das bis zum nächsten Mal. Das reicht auf jeden Fall bis zum bis ich wieder da bin. Ja, müsste reichen. Schon ein bisschen. Was war das jetzt schon wieder? Eigene Mine gesprengt. Geht einer wieder zu C-Punkt. Aber ist schon top, bevor er C eingenommen hat. Nochmal hoch. Ach nö, Vorsicht! Granate! Eigene Granate. Boah, bin ich ein behinderter Motherfucker, ja. Das ist doch behindert, ey. Schrotzending bin ich nie gut gewesen. Jawohl, ich mach da mal einen Fick dich um 9. Um 8. Schatz. Nein, ich bin nicht mein Schatz. Ja gut, mit dieser KD und diesen Folgen verlasse ich euch wieder. Und nächstes Mal sehen wir wieder mehrere. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Futur und ciao.